Das Engagement der Akademie ist so wichtig, weil wir in einer Zeit des Gebrülls leben. Freund-Feind-Denken entsteht. Da spüren wir erstmal, was wir an einer Akademie haben. Und die Akademie, es ist quasi die Plattform, die wirklich wichtigen und komplexen Diskurs möglich macht. Was mich sehr beeindruckt, sind einfach ihre Werte, die hier gelebt und vorgelebt werden. Respekt, Toleranz, Akzeptanz. Und dieses Miteinander von theoretischer Reflexion und praktischem Tun, das ist sicher ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Streit ist eigentlich das Herz der Demokratie. Und Streit ist ja oft negativ belegt, aber in Wirklichkeit, Dialoge sind im Kern immer streitige Erörterungen einer Sache. Das Wichtige daran ist, dass dieser Dialog in Achtsamkeit, mit Respekt und einer gegenseitigen Achtung geführt wird. Dialog eben nicht gleich irgendwie sich die Köpfe einschlagen, sondern bewusst achtsam miteinander umgehen. Ganz entscheidend ist, glaube ich, dass wir lernen, einander wirklich zuzuhören, andere Meinungen zuzulassen. Ich glaube, Dialog ist das Entscheidende und Dialog ist ein ganz wesentliches Fundament einer Demokratie und der Weiterentwicklung der Demokratie. Ich persönlich finde, dass der offene Dialog und offene Kommunikation eines der besten Mittel ist, um Dinge wie Hass oder Dinge wie Vorurteile einzudämmen, weil es viel einfacher ist, Dinge zu hassen, die man nicht kennt. Und wie lernt man Dinge kennen? Indem man zuhört, dass man auch Menschen zuhört, die auch historisch gesehen nicht immer eine Stimme hatten. Und ich finde deswegen, dass eine Gesellschaft durch offenen Dialog eigentlich immer nur besser werden kann. Mit den Leuten, mit denen ich hier Seminare verbracht habe, wir saßen meistens mehrere Tage tatsächlich aufeinander und dadurch, dass wir uns hier so von vornherein wohlgefühlt haben, hatten wir den perfekten Nährboden, um tatsächlich Freundschaften fürs Leben zu knüpfen. Und in dem Moment, in dem man sich wohlfühlt, kann man sich tatsächlich frei entfalten und kann Dinge tun, die man davor nicht für wirklich möglich gehalten hat. Also es ist eben nicht so, was man jetzt so denkt, na gut, da plauschen da die guten Menschen in der Gegend rum, ja, sondern das sind harte Diskurse, aus denen auch was erfolgt für den politischen und praktischen Alltag. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass so diskutiert werden kann, wie eine Akademie Bad Boll das vorlebt. Und dafür sind wir einfach dankbar. Ich bin aber der Meinung, wenn die Akademie auch die neuen Fragestellungen, da arbeitet es ja dran, Digitalisierung oder künstliche Intelligenz aus, was bedeutet das für die Kommunikation in Zukunft, und sich auf neue Formate auch einlässt, da wird sie zeigen, davon bin ich überzeugt, dass sie sehr wohl im gesellschaftlichen Diskurs ganz präsent ist. Ich glaube, dass es genügend Themen gibt, mit denen sich die Akademie beschäftigen wird. Da ist natürlich Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung, die Rolle der Frau in der Kirche zum Beispiel, super spannendes Thema, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, da haben wir noch viel zu tun. In den letzten 75 Jahren hat sich unglaublich viel verändert und da ist auch die Evangelische Akademie Bad Boll gefragt, sich weiterhin kontrovers in die Debatte einzubringen und dass letztendlich unsere Demokratie insgesamt davon profitiert. Ich wünsche der Akademie zum Geburtstag, dass sie die positive Arbeit und den positiven Einfluss, den sie jetzt über die letzten 75 Jahre ausgeübt haben, so in der Form auf jeden Fall weiterführen können und wenn nicht sogar ausbauen können. Und es hat auch Menschen wie mir ein wahres Geschenk gegeben. Und auch ich bin persönlich stolz darauf, dass es diese Akademie gibt. Und wenn wir Kommunikationsbrücken bauen in unserer Gesellschaft, dann sind wir demokratierelevant. Wenn das gelungen ist, dann ist es das, was wir als Akademie wollen.